Dritter Tag. Guten Morgen am Samstag auf der Gamescom. Fast. Ist kein Samstag. Aber nee, wir sind ja nicht auf der Gamescom. Ach so, ja, die Gamescom Samstag ist heute. Wir wollen jetzt hin. Wir sind früher aufgestanden. Die Nigger hat mich um 7 aus dem Bett gejagt. Und jetzt ist es. Es ist 8.44 Uhr. Genau. Also, wir werden ungefähr kurz nach 9 da sein. Niemals. Hä? Wir waren doch letztes Mal außen. Gestern sind wir noch eine Viertelstunde gelaufen. Ja, wenn wir noch was essen wollen. Ich wollte jetzt nichts essen. Ja, toll. Also kriege ich auch nichts zu essen. Ja, wir gehen jetzt zu Gamescom und ich krieg nichts zu essen. Und ja, vielleicht klappt es heute mal auszuspielen. Ja, wäre cool. Nicht nur Videos zu gucken. Wäre cool. Zu oder komische Spiele zu spielen oder voll dir auf die Ohren zu kriegen. Ja, ich habe ein bisschen Muskelkater in den Beinen tatsächlich. Im linken, nur in der linken Wade. Ich weiß nicht, ist Laufen so wadenlastig? Ist es nicht eher oberschenkellastig? Ich weiß es nicht. Naja, wir gehen jetzt los. Genau, wir gehen zu uns. Oh, ich habe mein schönes Kleid an. Mein schönes Controllerkleid. Hallo. Achso, man sieht natürlich. Warte, ich drehe mal also, um. Was meine Schwester gemacht hat. Mit Schleifchen sogar. Genau, perfekt für heute. Mit ganz vielen Controllers drauf. Da sind Controllers drauf. Genau. Gut, los geht's. Ja. Ich muss gerade lachen und die Nicke hat mich gefragt, warum. Und dann habe ich gesagt, naja, Inlineskates gibt es jetzt schon so lange, dass Männer mit grauen, langen Bärten Inlineskates fahren. Hier ist gerade ein Oldschool-Skater vorbeigefahren mit Helm und Knieschütze. Und da habe ich gedacht, verdammt, ich kann mich noch daran erinnern, als Inlineskates was ganz Neues waren. Als die der heiße Scheiß waren und neumodisch. Ja, wir waren gerade in der Tropfsteinhöhle. Ich habe mich nämlich gerade in dem Moment gefragt, warum jede Pfütze unter einer Unterführung ekelhaft aussieht. Aber dann hat es echt von oben runtergedrückt. Da haben sich schon so Dinger gebildet. Die übelste Zapfen. So, ich glaube, jetzt filmen wir gegen die Sonne. Jetzt bringt es ja gar nichts. Gell? Gut, da muss ich aufhören. Ja, Inlineskates, das ist noch ein Ding. Also Inlineskates. Nicke, was hältst du von Inlineskates? Nicke hat Angst. Warum? Weil es zu schnell ist und man hat keine Knautschzone. Da fährt mir doch ein Helm und Knieschütze. Ich weiß auch noch, als ich die damals, wir wollten die unbedingt, wo die neu waren in den 90ern. Meine Eltern haben gesagt, ja, wollte ich normale Rollschuhe, aber normale Rollschuhe waren übelst out dann. Außerdem hatten wir so coole Aggressive Skates und konnten grinden und so. Ja, und bei diesen normalen, ich hatte so Rollschuhe, das waren so Plastikräder. Und dann bist du über so einen Millimeter großen Stein gefahren, bist vielleicht fast hingefallen. Weil es gestoppt hat einfach. Da waren bestimmt keine Kugellager drin. Das waren Plastikdinger, natürlich war da nichts drin. Ja. So, wir schaffen es eh nicht rechtzeitig. Wir müssen rüber. Es ist wieder ein bisschen was los. Nur ein bisschen. Langsam, aber bestimmt sind wir durchgekommen. Ja, genau. Mit der Hilfe von einem Security-Mann, der uns einfach... Der hat uns einfach vorgedrängt. Offiziell vordrängen lassen. Schlange mit davor, immer vor. Und jetzt muss er ganz schnell gucken. Wir haben so 20 Minuten gebraucht zum Reinkommen. Das ging schneller als gestern. Gestern war es schon eine halbe Stunde. Easy. Ja. Ich wollte die ganze Zeit qualmen. Und jetzt haben wir es doch zu Wukong geschafft. Die Schlange war schon wieder zu. Ja. Aber es ging gerade weiter und dann sind wir schnell rein. Genau. Und sitzt mal hier und warten, wenn ihr da das Eva-Ding noch nicht gekriegt habt. Ja, das Eva, das ist voll der Schmutz. Die haben jedes Mal die Dings zu. Und dann steht, ja, wir machen irgendwann wieder auf, aber da muss man den ganzen Tag herumgammeln an dem Stand, in der Hoffnung, dass man eventuell spielen kann. Und dann darf man eh nicht, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nur damit mir schlecht wird, weil ich hinfall beim VR-Spiel. Kaum ich mir VR-Spiel selber. Snacktime oder Frühstückszeit, je nachdem, aber hier ist Pocket Bears, das ziehe ich mir jetzt rein. Edle Erdbeere. Nicke macht auch Snackpause. Apfelpause. Ich habe meinen Porridge. Wir müssen heute noch die deutschen Äpfel essen, die riesigen. Ja. Na, der Porridge hat irgendwie geschmeckt, als wäre Erdbeermarmelade drin, der edle Erdbeer. War gut, aber ganz schön süß. Aber gibt hoffentlich Kraft. Ich habe noch einen Schluck Y-Food, den ziehe ich mir jetzt auch noch rein. Hier, und dann kriege ich hoffentlich keinen Dünnschiss, weil ich es gestern schon angetrunken hatte. Aber es hält, glaube ich, 2 Tage, oder? Nein, es ist von ja gut, aber das hält. Ach so, stimmt, ja. Habe ich ja gestern erst aufgemacht. Ja, das macht mir keine Angst. Ich kann jetzt kein Dünnschiss gebrauchen.
Mist, ich habe gedacht, ich wäre durch. Aber ich habe gerade Shredder besiegt und da ist Krang sein Raumschiff, also geht's weiter. Eine Stunde später. Es ist 11 Uhr und ich habe Pipi-Pause gemacht und mir ein Stück Salami geholt, weil da gerade voll wenig los war am Pizza-Dings. Außerdem habe ich gerade als Turtles gespielt und Bock auf Pizza gehabt. Jetzt gucke ich mal, ob ich für die Nicke noch einen Kaffee kriege und dann stelle ich mich wieder an. Also wir stehen ungefähr anderthalb Stunden an jetzt. Wir haben ganz da vorne angefangen und sind jetzt schon hier. Tada. Aber da hatte ich auch meine eigene Abteilung. Mein Stuhl ist kaputt. Mein Stuhl. Das hat Berliner Haube. Jetzt hast du eine Regenhaube. Boulogne war zu stark. Wow, der geht doch mal. Meinst du, der geht auch ohne? Geht nicht? Nee, der ist Stuhl vom älteren Mann. Und die haben jetzt gerade einen Preis verliehen für die beste Sitzgelegenheit von dem älteren Herrn. Die haben einfach so einen jungen Typ draufsitzen lassen, der gar keinen Stuhl hat. Und der hat einen Preis gegeben für die beste Sitzgelegenheit. Er ist interviewt worden von eSports.com. Ihr seid Fake, sie haben es gesehen. Ihr wart dabei, ihr Loser. Ich kann es endlich anfassen und ich kann euch sagen, es ist nicht gewebt. Es ist einfach gedruckt. Und hier gibt es gerade nach. Wir sind bald da. Holzhände. Ich habe um die Ecke geguckt. Wir haben es bald geschafft. Dann kriegen wir eine coole Tüte. Ha? Dann kriegen wir eine coole Tüte. Wir haben jetzt mittlerweile 14.07 Uhr und ihr seht, wir sitzen hier. Da ist Turtles. Sitzt an der anderen Seite jetzt. Eigentlich war die Line schon closed, die vorne sind ja Line closed, aber ich habe gesagt, los, wir gehen einfach hin, weil hier war frei alles. Und wir sind jetzt schon in der zweiten Reihe, also wir haben es einfach nochmal getan. Denn wir wollen beide den Boss noch besiegen. Wir haben eben gekämpft, wir haben leider nur zwei Bosse geschafft. Ja, genau. Deshalb stimmen wir ihn nochmal. Wir wollen nämlich ein T-Shirt. Und er hat mir einen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, ich soll erst den vierten Boss machen und dann den dritten, weil der dritte der schwerste ist. Und der dritte, der war auch so mies. Ich hatte ihn zweimal auf so ganz wenig Leben runtergeprügelt und dann ist mir die Zeit ausgegangen. Das war so ärgerlich. Ich habe dann schon gedacht, wie soll ich noch einen vierten schaffen? Aber jetzt weiß ich wie. Ja, das ist ein Tiger.
Ullong und bei Ullong waren die auch schon scheiße, die Tiger. Ja, der Tigermann ist übelst stark. Jetzt muss ich Pause machen, weil es geht weiter. Es ist wieder Snacktime. Die letzte Snacktime haben wir gar nicht, also das ist eine größere Snacktime. Eigentlich ist gerade Mittagessen. Die Uhr geht nicht an. Ach, du Scheiße, Uhr, drück mal da drauf. Nein, daneben musst du drauf drücken. Hä? Ja, das ist auf jeden Fall irgendwas 10 nach 2 oder so. Schmeckt ja. Wurst haben wir auch gerade gegessen. Mini-Wurst. Was jetzt? Ja. 14.20 Uhr. Hier ist ein kleiner Apfel. Banana Frostgale. Apfel Frostgale, ja. Es ist immer noch die Snackpause, die spät noch anstehen. Wahrscheinlich so 2 Stunden lang. Ja. Prost. Prost. Donatello ist einfach der absolute Gamechanger. Ich hab's 3er auch durch. Bildschirm ist ein bisschen dreckig. Edel. 2 Stunden später. Update 16.05 Uhr. Wir sind gleich da, hier vorne geht's rein. Da ist der eine Bus. Genau. Es sind wahrscheinlich noch so 10, 8 Leute vor uns. Ja, es sollte demnächst gehen. Freust du dich sehr? Das Problem ist, bei mir wissen sie jetzt, dass ich doch mal versuche, also ich darf nicht verkacken. Ja. Ich versuch's auch nochmal und ja, muss klappen jetzt. Wenigstens einer muss liegen, genau. Damit ich das eine T-Shirt kriege. Aber der Tiger muss auch liegen, der scheiß Tiger. Ich habe ihn vorhin fast. Ich will ihn unbedingt besiegen. Ja. Mach du den Tiger. Problem ist, ich muss pinkeln. Der sieht ziemlich schlecht. Ja, ich trinke einfach nichts mehr.
Hier ist der Benny, wie er unseren Hassgegner versucht niederzuknüppeln, der Tiger. Tigervorhut. Wir haben jetzt nochmal Wukong gezockt und es ist 16.57 Uhr. Man sieht es jetzt nicht wahrscheinlich. Also wir aber haben es ist 16.57 Uhr. 7 Stunden angestanden. Es waren vielleicht 6. Ja, Nigga hat gesagt, ungefähr. Beim ersten Mal, ich stehe schon 7 Stunden an. Also wir haben jetzt immer so 2,5 Stunden ungefähr angestanden. Genau. Und dann 30 Minuten gespielt. Ja. Und beim ersten Mal waren wir halb erfolgreich und dann nochmal ein Viertel. Ja. Ja, und zweiten Mal, wir haben den Tipp bekommen, dass der vierte Boss wohl leichter als der dritte Boss ist. Der dritte Boss, der Tiger, der war echt der ekelhafteste. Beim ersten Mal hatte ich noch 18 Minuten Zeit und habe den einfach nicht geschafft. Und jetzt beim zweiten Mal hatte ich aber nur, ich weiß nicht, hatte ich nur 13 Minuten Zeit oder schon 13 Minuten gespielt? Es hat irgendwie relativ lang gedauert, den vierten zu legen. Ja, der Stein, das hat halt lange, das stand ja auch in diesem Heftchen drin. Wir können euch dann mal zeigen in einem extra Video, was wir alles so Goodie-mäßig bekommen haben. Schneid ja auch jetzt so ein bisschen Material rein, aber es ist ein bisschen hässlich, weil das Handy so schräg daneben stand. Genau, aber der hat halt extra zu uns gesagt, man kann filmen, man soll nur nicht die Controller filmen. Ja. Oder mit dem man halt spielt da. Genau. Und ja, nee, es war geil. Es hat leider nicht, ich habe den Tiger leider nicht tot gekriegt. Eben war ich sogar noch schlechter. Vorhin hatte ich ihn mal so auf ein Drittel oder ein Viertel. Da habe ich ja echt mal ziemlich wenig Leben gehabt. Und dann hat er so einen hässlichen Gombo getötet. Ich habe das Timing einfach nicht hinkriegt. Das war ein Dreier-Gombo da. Der hat mich immer mit dem letzten Schlag getroffen, wo man so verzögert warten muss zum Ausweichen. Das war wie bei, das ist wie bei Wulong. Es gibt so manche Gegner, die kommen ein Stück und dann gehen die noch mal, dann ziehen die nochmal nach. Irgendwie. Ja, weil du konntest so, ausweichen. Und dann habe ich nochmal ausweichen genau, können, aber da musstest du warten im Moment. Wenn er von oben gesprungen kam, das war relativ leicht auszuweichen, fand ich. Aber man konnte aber auch, wenn er richtig perfekt ausgewichen ist, hat die Waffe so rot geleuchtet, dann war man stärker, glaube ich. Ja. Das habe ich bei dem Steinboss voll oft gehabt. Ich hatte das jetzt bei dem Steinboss sicher auch dafür bei dem Tiger geguckt, warum das einmal 230 Schaden macht. Ja, mir ist dann auch aufgefallen, dass wenn du das hast, dieses Perfekte, dann ist manchmal auch so ein After-Image noch da. Ja. Und dann kommt so ein Ton, da kannst du schnell einen Schlag machen und dann den nächsten ausweichen. Also das ist eigentlich eine sehr wichtige Mechanik, wenn man die Tiger mit der Ausrüstung besiegen will. Also man muss schnell sein und Reflexe haben, wie Sau. Noch schlimmer wie bei Wulong, weil bei Wulong ist es ja so, dass es wirklich leuchtet rot, aber hier leuchtet gar nichts. Du musst die Gegner auch genau beobachten. So. Also nicht nur Reflexe, sondern du musst halt genau im richtigen Moment. Und das habe ich beim Tiger einfach nicht hingekriegt. Ja, genau. Aber es ist sehr cool und... das ist, also was man da an Zeug bekommen hat, das ist von der Qualität her, das kriegst du ja nirgendwo auf der Messe. Das war echt cool, was man bekommen hat. Und also, dass man sich's halt auch verdienen die musste. Die Tüten, die sind ja schon allein voll dick. Dann das T-Shirt, was wir jetzt gekriegt haben, das hat auch so eine gute Qualität. Da steht halt unten Köln 2023 dabei, das ist die Tasche. Also wer hat die Tüte sowieso gekriegt, wenn man sich angestellt hat? Und dann hat man so eine Mütze gekriegt, die ist da drin. Genau, die hat eigentlich standardmäßig das. Und die hat Klettverschluss vorne, das kann man abmachen. Und für jeden Boss bekommt man so ein Märkchen. Und ab dem dritten Boss, also sind insgesamt vier, die man machen kann. Und wenn man den dritten Boss schafft, ist jetzt egal welchen, den dritten oder den vierten, dann bekommt man ein T-Shirt, ein schwarzes. Und man hätte noch ein blaues bekommen können, wenn man alle vier geschafft hätte. Genau, also man könnte sich praktisch jetzt mit seiner Sammelkarte, die können wir euch dann auch mal zeigen im Hotel, noch fünfmal anstellen können, über die ganzen Tage hinweg und hätte die Stempel sammeln können. Also musst nicht wieder von vorne anfangen, was eben halt auch cool war. Musstest du Bescheid sagen oder wolltest du direkt auswählen? Weil ich habe dir Bescheid gesagt, dass ich die anderen zwei schon habe und dann weitermachen will. Das stand ja, du musst den ersten Boss anfangen, aber nicht besiegen. Ach so. Und dann konntest du ins Hauptmenü gehen, konntest den anderen auswählen. Ach so, weil ich habe dir Bescheid gesagt und dann hat er es mir direkt eingestellt. Nee, also ich habe da zwei Minuten hab ich sterben lassen oder so, oder eine Minute und dann bin ich direkt in den anderen reingegangen. Also ist echt cool gemacht, wenn man genug Zeit hat, die ganzen Tage da ist. Wir hätten jetzt schon ab Donnerstag gespielt, wir hätten den vierten Boss auch noch gelegt. Dann würden wir jetzt da rumschleichen sollen und uns da hinstellen. Am nächsten Mal jetzt würde ich es schaffen, wenn ich direkt... Ich weiß, der war echt hart. Morgen ist leider ausverkauft, außer ab 16 Uhr. Aber ich glaube dann 16 zwischen 16 und 17 Uhr machen die zu wegen Wartezeit. Ja, ich will morgen auch rein, gemütlich. Ja, aber wir haben ein T-Shirt und das ist die Hauptsache. Ja, wir haben es geschafft, Challenge gemeistert.
fast komplett, also 3 von 4 Bossen steht jetzt. Super. Wir haben T-Shirt gekriegt. Genau, und diesen Aufnäher oder diesen Aufklettband. Jetzt auf unsere Mützen machen. Weil anscheinend haben die echt eine, so unterschiedlicher Stückzahl. Weil den ersten, den haben sie uns ja zweimal gegeben, als die zweiten nicht da wahrscheinlich schon. Ja, stimmt, der zweite war leer. Oh, oh. Oh, Akku ist fast leer, da müssen wir jetzt Päuschen machen. Ja. Sandy ist schon dunkel. Bis dann. Hier gibt es krassen Shit zu gewinnen. Vorhin schon eine Grafikkarte und T-Shirts werden in die Menge geworfen. Guck mal, wie groß der Strand, der Stand jetzt von denen ist. Letztes Jahr hatten die ihn ganz, ganz klein. Wer ist der Benni? Da haben wir sehr teure Stühle gekauft. Letztes Jahr. Da ist wieder der Benny. Benni hat mir vorhin, als wir bei Wukong gewartet haben, einen krassen Kaffee geholt und der war voll lecker und er war einfach hier bei The Mock Coffee. Robotic Speciality Coffee Bar. Guck mal, jetzt einfach nur Latte, ich will doch eine Vanille Latte. Ups, willst du auch einen? Nö, ich will eine Latte nur. Achso, willst du einen? Ja. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ansonsten trinke ich einen im Restaurant. Jetzt wird der jetzt gleich einen leckeren Kaffee machen. Ach so. Da kommt Wasser.
Deckel hat er klein. Lid konnte ich nicht auswählen. Gut, da war es halt schlimm. Guck mal, hier Deckel drin so. Ja. Und er hat mich nicht auswählen lassen. Vielleicht ist er kaputt. Vorhin hat er auch hier hingeschmiert. Da waren so Flecke. Jetzt kommt er. Oh, jetzt kommt er. Das ist die Zukunft. Benni, probier. Hier ist noch die krasse Event-Arena. Hier ist irgendein Event demnächst. Wer weiß, was hier sein wird. Wir gehen jetzt was essen. Auf jeden Fall. Wir haben es geschafft und es ist vorbei. Ja, ist irgendwie traurig. Naja, ich bin immer am Ende will ich immer so alles irgendwie noch mal überleben müssen. Und ich kämpfe seit 2 Stunden mit meinem Dach. Und jetzt haben wir noch den Kaffee da abgefüllt. Ich habe einen Schluck genommen, das war ein Riesenfehler. Ich versuche die ganze Zeit so leicht Luft entweichen zu lassen, damit es nicht zur Havarie kommt. Aber wir gehen jetzt noch essen. Dann ja, wir gehen auch. Haben wir ein schönes Klo. Gehen jetzt essen, wir gucken mal, ob wir noch einen Platz kriegen bei Saigon. Ja. Zu dem Minso können wir nicht mehr, weil... Die haben mir einfach gestern eine E-Mail geschrieben, dass wir nicht da waren, obwohl wir da saßen und 95 Euro bezahlt haben. Und wir haben ein Video gemacht und wir haben Videobeweis. Die haben gesagt, wir werden nett erscheinen oder so. Ja, genau. Wir werden. Gut, wir könnten wieder hin, wir dürften die wieder reservieren. Sie haben uns gemeldet als Nichterscheiner. Und dann habe ich hingeschrieben, was wir gegessen haben, wer neben uns saß, wer links neben uns saß, was der rechts neben uns gegessen haben. Weil die haben immer das Falsche an den Tisch gebracht, jedes Mal. Und ich habe noch keine Response gekriegt. Naja, was soll's. Wir kommen eher frühestens in einem Jahr wieder. Wie fandst du die Gamescom ganz kurz in einem Wort? Das Ding. So geil. 8-2. Okay. Okay. Sind es auch 2 Wörter? Okay. Schön. Okay. Die war okay. Ich fand es schön. Ja, war schön. Wukong hat mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht geschafft habe. Das war tragisch. Der Tiger hat mich bezwungen, statt ich ihn. 2-mal elend. Ja, aber... Wir müssen die schon gehen. Allein deswegen hat es sich gelohnt, weil anscheinend extra deswegen viele angereist sind. Ja, das waren also, echt viele. Aber also ich glaube, wir müssen fliehen, oder? Ja, wir müssen fliehen. Die haben hier irgendwie alles abgesperrt. Ja, die haben den Eingang zugemacht und wir haben es ausgenutzt, dass keiner hier ist. Ja, da hinten genau. So. Jetzt wir gehen jetzt mal schnell weg. Bis dann. Ich habe hier einen wunderbaren Ingwer-Honigtee. Und wir sitzen natürlich wieder am Fenster. Benja hat einen Tiger. Ein Tiger? Ich habe so einen köstlichen, gefüllten Kloß, heute einen großen. Und die Nicke hat Süppchen. Was ist das? Chicken? Gemüsesüppchen ist das. Gemüsesoup, die sieht genau, auch köstlich aus. Genau, mit meinem Lieblingsgemüse, mit Pak Choi. Pak Choi, ja. Und ist das hier? Das ist Petersilie. Das ist Petersilie, okay. Hier ist der Hauptgang. Die Ente mit Zitronengras und Chili. Voll lecker. Und die Nicke hat Curryhühnchen. Hähnchencurry, das sieht auch köstlich aus. Das lassen wir uns jetzt munden. Ja. Guten Abend, wir sind back im Hotel und haben fein gespeist. Genau, ich habe jetzt schon das meiste eingepackt und für uns ist jetzt die Gamescom praktisch zu Ende. Ja. Aber was ich noch nicht erzählt habe, hier, ich habe einen Lolli bekommen und zwar haben der Paul und ich bei einer Umfrage mitgemacht. Und da habe ich jetzt mal eine Frage an euch. In dieser Umfrage, da ging es halt um die Gamescom, ob die jetzt ein Festival ist, ob die irgendwas anderes ist. Und da war eine Frage, welche Marke findest du sexy? Ich habe die nicht so richtig verstanden. Ich habe dann zu ihm gesagt, was hast denn du da gemacht? Ich habe es einfach leer gelassen. Weil die Frage bezog sich wohl auf den Gaming-Bereich. Aber welche Marke findet man sonst noch sexy? Wahrscheinlich auch irgendwie in Bezug auf den Gaming-Bereich. Das war eine ganz komische Frage. In diesem Fragebogen waren allgemein sehr seltsame Fragen. Da ich gerade pingeln kann. Ja. Deswegen habe ich jetzt hier einen Lolli gekriegt. Dieses Genshin-Zeug. Sojo Wars. Ja, aber das ist ja, aber das ist ja, aber nicht, das ist ja Gaming. Ja. Also, was nicht direkt was dazu, damit zu tun hat, zum Beispiel Samsung oder so. Was ist denn daran sexy? Ja, ich saß da vor diesem Pad oder mit diesem Pad, und dann weil sie hat einfach so ein Pad. Dann weitergehen und die hat auch Vertrauen hier. Ja.
Was findet ihr sexy? Schreibt es drunter. Ja, genau. Was man da eventuell bei so einer Umfrage hätte antworten können. Oder was ist die Gamescom? Ist die jetzt eher ein Festival oder ist die eine Messe? Für mich war es eine Messe. Eine Messe, das ist kein Festival. Man muss aber immer angeben zwischen eins ist sehr unwahrscheinlich und fünf ist sehr wahrscheinlich. Und bei der Messe, Festivalfrage war es eins Messe und fünf Festival. Und dazwischen konnte man auch angeben. Also, ja, wenn man auf dem Zeltplatz ist und so, hat es vielleicht so ein bisschen Festivalcharakter. Ich war ja auch mal auf dem Zeltplatz und da war dann abends noch so eine große Bühne, wo man so Mario Party spielen konnte, ein bisschen was trinke und so. Aber Festival ist doch was anderes. Also Gamescom ist eine Messe, aber eine coole Messe. Ja, genau. Ja, wir haben in der Wukong-Reihe haben wir zwei Leute kennengelernt fast. Mhm. Also einmal den Paul und einmal eine Asiatin, aber wir wissen nicht, wie sie heißt, aber ich zählte sie dann zu unserer Gruppe. Also sie war Teil unserer Gruppe. Sie war Teil unserer Gruppe. Und sie ist pinkeln gegangen, wir haben aufgepasst. Dass genau. Sie hat gefragt, ob wir kurz aufpassen können. Und in der Zeit hat sich nämlich einfach einer in unsere Reihe gestellt. Der hat sich so ganz langsam reingedrückt. Aber man schon, oder? Ich weiß es nicht. Ja, der hat so einen Fuß erst so rein. Und dann hat er ich hab zu Benni gesagt, ey, guck mal, wenn das hier die Linie ist, der steht schon da. Der will doch hier rein, oder? Und dann sagt Benni so, nee. Ich weiß nicht, erst hat er so rum, da habe ich gedacht, der wartet da. Und dann ist er wieder raus aus dem Dings und auf einmal hat er einfach so gemacht und stand hinter uns. Und dann habe ich schon so gesagt, hier, lass mal, wenn wir weiter müssen, lass mal ein bisschen weiter vorne Platz, damit wir die anderen noch mit dazu nehmen können. Ja, bei dir und so irgendwie fand ich es lustig, dass er rein ist. Also mir war nur wichtig, dass die andere wieder vor ihm ist, weil die ganze Zeit vor ihm war und die mit uns angestanden hat. Aber wenn die hinten nichts sagen, dann, ja, dann ist es ich egal. Ich wollte auch nichts sagen, ich fand es lustig, dass ich so langsam rein sneakt. Deswegen war sie dann praktisch Teil unserer Gruppe und er stand dann einfach immer so da. Ja. So als ob er irgendwas verbrochen hat. Stand der neben uns. Ja, die ganze Zeit. So, der war sich selber nicht sicher, glaube ich, was er da gemacht hat. Er hat durchgezogen. Er hat es geschafft, er hat seinen Preis gekriegt und vielleicht hat er sogar ein T-Shirt gewonnen, das weiß ich nicht. Ja, genau. Wir zeigen euch unser T-Shirt dann in einem... Ich habe jetzt überlegt, wir machen ein Goodie-Video und ein Haul-Video, weil nicht, dass das dann so lang wird. Okay. So sieht's aus. Morgen gibt es dann noch den letzten Vlog von der Abreise. Und dann kommen die Goodies-Videos und so. Mhm. Und dann gibt es auch noch ein cooles Goodie, also zieht euch alles ganz genau rein. Wir gehen jetzt ins Bettchen und gucken vielleicht noch den Fernseher. Ihr seht, der Fernseher läuft im Hintergrund. Hm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Chatty. Und verspielt. Tschüss.